Hallöchen Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Spectrum Magazins. Eigentlich nicht, aber egal. Ich habe heute einen kleinen Co-Kommentator dabei, der hoffentlich nicht zu spät redet. Nope, hier bin ich. Hier ist der Chris, beziehungsweise Chrisit. Nennt mich einfach Chris. Ich mache auch YouTube-Videos, guck mal vorbei. Noch nicht lange. Und Zeit, ein paar Tagen. Ja. Aber ich mache auch DS-Spiele. Und ja, das ist sehr unterhaltsam auf meinem Kanal. Also unbedingt abonnieren. Also geht alle von mir weg und geht zu ihm. Eigentlich nicht. Aber egal. Und ich kommentiere heute bei diesem netten Video hier mit. Ja, und weißt du überhaupt, um was es hier geht? Nicht genau, aber du wirst es mir, denke ich, jetzt sagen. Ja, und zwar, die Zentrale hier wurde von bösen schwarzen Viechern in Vortex angegriffen. Schwarze Viecher. Schwarze Viecher. Ich zeig sie dir. Jo. Dazu gehen wir rein. Und hier sind noch keine. Aber die Leute stehen immer noch brav herum. Weil es ist ja nicht so, dass gerade irgendwas die Zentrale bedrohen würde. Ist ja einfach nur Standard. Die haben einfach nichts zu tun. Das Beste ist, wenn, vorher war es immer so, hier siehst du das, wo der Waffenheini steht, also der Typ mit der komischen Frisur, da, ja. Siehst du den? Eigentlich war es so, wie ich es ausprobiert habe, dass der Tornado, der hier gerade unten zu sehen ist, genau bei dem drin war und den sogar in dem drin war und der hat das gar nicht, so wie jetzt ungefähr, naja, der fährt einfach vorbei und der merkt das gar nicht, das tut ihm gar nichts. Ja, das sind alles nur Wahnvorstellungen. Ja. Letzten Endes. Das kommt noch raus. Wahrscheinlich ist der Held nur auf Droge oder so. Aha, und total geil ausgetrickst. Ja, am Ende des Spiels wahrscheinlich liegt, ja, sieht man im da Bett kommt liegt die riesige Spore, die alles vergiftet und verdrogt hat, raus. Ah. Ja, tatsächlich. Okay, ich geh mal rein, damit du siehst, wie das so aussieht. Jo. Und Leute, ich habe sehr, sehr viel gelevelt und ich hoffe, dass ich nicht zu overlevelt bin, aber anscheinend schon. Ja, das hat er mir auch schon gesagt. Solche schwarzen Viecher, meinst du wohl, oder? Ja. Tot. Ah. (lacht) 30 Bilder die Sekunde gerade. Oh ja, in der Tat, aber für dich vielleicht nicht. Oder? Nein, bei mir wahrscheinlich eher ein oder zwei Bilder die Sekunde. Ja, das ist eh noch gut. Ich hatte mal so ein Bild alle 3 Sekunden oder so bei einem Part. Ja, 5K halt. Gewonnen. Wuhu. Gut gemacht. Und jetzt ab zum Boss, der jetzt hoffentlich hier ist. Ich denke, jetzt dürfte der kein großes Problem mehr für uns darstellen. Ich bin ja sehr gespannt, wie dieser Endboss aussieht. Oh ja, er ist ein riesiger Kerl mit einem fetten Arm. Ich sehe es. Wallen, alles in Ordnung? Alles klar. Sir, überlassen Sie das mir. Ich kümmere mich drum. Oh ja, er kümmert sich drum. Das wird alles gut gehen. Und was jetzt kommt, das dürft ihr wörtlich nehmen. Und zwar Schluss jetzt. Das Spiel hat jetzt ein Ende. Auf geht's, Ikusei. Übrigens ist Ikusei japanisch für auf geht's. Also sagt er auf geht's, auf geht's. Lustig, oder? Ja. Ja. Auf geht's! Mach den scheiß Endgegner da platt! Dö. Schlag ihn so zu. Ich höre die Musik nicht. Ach komm. Nein! Wow! Der hat mich fast getroffen. Ja, wenigstens wird es so ein bisschen spannender. Hat das eine Art Feuerattacke? Oder so? Ja, in der Tat. Los, ja, Aobasa! Och, okay, dann halt nicht. Der greift immer so früh an. Mein Aobasa braucht so lange für die Attacke. Du Sch... Ich hoffe, er greift dann jetzt mal an, weil ich mag es, wenn er angreift. Das finde ich voll super und so. Ich höre die Musik ja nicht, deswegen finde ich es toll, ja, wenn du nachmachst. Dann habe ich auch was vom Soundtrack des Spiels. Oh ja, oh ja. Jetzt wirst du sterben. Aber sowas von. Ja.
Düdüm, düdüm. Ach, daneben. Ich hasse es, wenn er daneben macht. Das ist der große Nachteil von Obasa. Weil er nämlich leicht daneben geht, aber naja. Dafür macht er auch eine Menge Schaden, wie man sieht. Triumph! Triumph! Und man kriegt auch eine Menge Minergie, wenn man einen Boss besiegt anscheinend. Minergie ist sowas wie Erfahrung. Und 1200 Gura. Ja, das ist total viel und so. Commander, alles in Ordnung? Alles in Ordnung, mir geht's gut. Ja, vor allem hat der riesige Qualle nicht mal angerührt. Der ist einfach nur so dagestanden und hat gewartet, dass wir kommen. Mhm. Weil ich war jetzt eine lange Zeit trainieren und in der hat der überhaupt nichts gemacht. Der ist immer noch genauso dagestanden wie letztens. Sie tauchten aus dem Nichts auf und griffen urplötzlich unsere Zentrale an. Unsere Waffen konnten ihnen nichts anhaben. Ich weiß, normale Waffen sind bei ihnen völlig wirkungslos. Dann stimmt es also. Die Spectrobes sind unsere einzige Hoffnung, sie zu besiegen. Ich bin überrascht, dass wir mit so einem großen Crawl kurzen Prozess machen konnten. Ja, das liegt daran, dass ich total overlevelt war. ich auch. So einen großen Crawl habe ich noch nie gesehen. Das könnte ein Beweis dafür sein, dass ein Crawl-Schwarm unterwegs ist. Was, ein Crawl-Schwarm? Crawl-Schwarm. Das ist ein Schwarm von Crawl. Ich habe Crawl-Schwarm verstanden. Crawl. Ja, sie zu sehen. Okay, das ist nicht sehr... Oder ein Crawl-Schwarm, der dich krault. Ah. Hör zu, Wallen. Ich muss sofort mit Gina, Aldous und dir sprechen. Jawohl, Sir. Ich denke, da war gerade voll die dramatische Musik. Nein, es ist gar keine Musik. Oh. Gina! Was gibt's, Wallen? Hol Aldous und komm sofort hierher. Der Commander möchte mit uns reden. Wir sind schon unterwegs. Gina und Aldous, ihr arbeitet eine Strategie aus, wie dieser dämonischen Invasion Einhalt geboten werden kann. Oh, dieses Deutsch. Du erholst dich für deine nächste Mission. Sprich auch mit Zeugen, vielleicht haben sie Hinweise. 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 Hm. Gut. Ein Hinweis. Verstanden. Verstanden, Sir. Ich will da jetzt hin. Ich gehöre auch zu der Besprechung. Aber der Commander ist in einer Besprechung. Du kannst draußen auf ihn warten. Übrigens habe ich gehört, dass das Museum jetzt für Besucher geöffnet ist. Diese Besprechung könnte etwas dauern, und zwar genauso lange, bis wir im Museum waren. Wetten wir? Geh doch dorthin und sieh dich etwas um. Ich wette 100 Pro, dass man hier nur weiterkommt, wenn man ins Museum geht. Los gehen! Juhu! Aber zuerst gibt's noch einen kleinen Zwischenstopp, und zwar bei dem Waffenheini, den ich dir vorhin gezeigt habe. Ah, der mit dem schwarzen Tornado da in der Nähe. Ja, genau. Vor allem, wir haben den einen großen Qual besiegt und auf einmal sind alle weg, die vorher da waren. Ist klar. Okay. Voll logisch. That's logic. Ja. Hallöchen, komischer Frisurkerl. Und er hat neue Ausrüstung und diesmal hatte sie sogar wirklich, denn jetzt gibt es extrem coole neue Handschuhe. Und zwar... den Level 7 Handschuh. Dieser Handschuh erhöht deine Verteidigung um 160. Diese Waffe werden deine Feinde fürchten. Natürlich gibt es auch noch Level 5, Level 6, aber warum das, wenn man auch Level 7 haben kann? Muhahaha. Wow, was für einen fetten Arm hast du jetzt? Das ist der total fetteste Arm der Welt. Ja. Außerdem gibt es das Schwert Level 7. Es ist ein Doppelklingenschwert. Aber das. Es ist immer noch... nutzlos. Nutzlos ist besser als gar nichts. Stimmt. Aber ich kauf's trotzdem, weil ich cool bin. Und Schild? Blaster Level 7. Nein, Schild ist der Handschuh. Der Handschuh erhöht meine Verteidigung. Okay. Verstanden. Dann der Blaster Level 7, der eigentlich die beste Waffe ist von allen, außer dem Handschuh. Ich mag den Handschuh am meisten, denn er verbraucht keine Angriffsenergie. Geile Scheiße. Und der Anzug Level 7, der Abwehranzug, erhöht deine Gesundheit um 400. Er bietet Schutz vor schweren feindlichen Angriffen. Und wie ihr seht, gibt es jetzt auch neuartige Anzüge, und zwar den Skalar-Anzug C.
Dieser Anzug erhöht deine Gesundheit um 200 und außerdem besitzt er eingebaute Corona-Eigenschaften. Also Corona, Aura und Flash sind ja die Elemente von Spectrobes. Aha. So wie Feuer, Pflanze und Wasser, wenn man es so sehen will. Oder Eis. Keine Ahnung. Nee, Pokémon heißt Corona. Deswegen hab ich gedacht. Kino, das in der Nähe von mir ist, heißt Corona. Deswegen ja, es gibt auch Alkohol, der Corona heißt, aber ist ja egal. Ich werde mir jetzt erstmal den Abwehranzug zulegen, weil er cool ist. Und damit haben wir auch schon dieses Neueste vom Neuen. Was total geil ist eigentlich. Neues besser als Neues. Ah, immer das Neueste kaufen vom Neuen. Auch wenn es unnütz ist. Genau. Zum Beispiel das Schwert werde ich niemals benutzen, aber trotzdem. Geil. Das Schwert macht absolut keinen Schaden. Und bringt auch überhaupt nichts. Schwerter. Ah. Glas. Streu. Mein Schwert wird immer länger, wenn du verstehst, was ich meine. Zweideutigkeit. Ich will die neuen Sachen ausprobieren. Wo können wir die neuen Sachen ausprobieren? Das weiß ich nicht. Dazu muss ich wohl zu einem schwarzen Vortex, aber von denen gibt es leider auf Colin hier keine mehr. Ich kann ja außerdem was verraten. Ach so, was denn? Auf meinem Kanal wird am 24. Dezember, also Weihnachten, etwas passieren. Wow. Epische Musik. Dum, dum, dum. Ich mach gleich epische Musik, dann so. Auf meinem Kanal wird 24. Dezember etwas passieren, was die Welt verändern wird. Oh. Es gibt noch viel zu tun, bevor wir diesen Blablabla verlassen können. Das ist irgendwie scheiße, weil ich wollte jetzt irgendwo hinfliegen. Und meine neuen Sachen ausprobieren. Aber leider lässt mich das Spiel das nicht machen. Warum auch immer. Nur weil ich jetzt ins Museum gehen soll. Ne. Was wird das? Ich such dramatische Musik. Nein, du machst keine dramatische Musik, denn die klingt scheiße, wenn ich sie dann Rausch entferne. Auf jeden Fall. Am 24. Dezember wird auf meinem Kanal was passieren. Oh. Ja. Das wollte jetzt jeder wissen. Und es wird die Welt verändern. Teilt alles falsch. Ich will jetzt wissen, wo es hier zu dem Museum geht. Teilt dieses Video jedem Lebewesen, das ihr kennt. Eurem Hund, eurem Opa, eurer Kartoffel. Jeder muss dieses eine Video. Kartoffel ist kein Lebewesen. Doch, ein Pflanzen. Lebewesen. Hallöchen, Kerl, was machst du so? Ich hab gewonnen. Dieses Museum ist voller seltsamer Objekte, seltener Objekte aus dem gesamten Sternensystem. Ach so, tatsächlich. Das ist mir sowas von egal gerade, aber egal. Ich glaube, es geht hier auch noch weiter. Ich gehe jetzt einfach mal dahin. Einfach, weil ich es kann. Oh, es gibt einen Kubus. Ah, ich bin so gut, ich wusste das. Was für ein Kubus ist das denn? Der Y-Kubus. Haben wir den nicht schon? Ich glaube schon. Schade. Ich dachte, ich hätte jetzt irgendwas bekommen, was ich noch nicht habe. Aber das war anscheinend nicht so. Ja. Sei nicht so ruhig, sag was. Das wollte ich gerade tun. Ja. Und zwar am 24. Dezember. Was wird kommt? Etwas passieren? Oh, das wissen wir jetzt schon. Willst du raten, was passiert? Nein. Du machst ein Spezialvideo. Ja, das stimmt. Du hast recht. Ah, ich bin so gut. Mach ich ein hart selbstgemachtes Hörbuch. Ja, so kann man es ungefähr nennen. Mit einer Weihnachtsgeschichte, die ich selbst geschrieben habe. Wow, also voll schlecht, oder? Ja, natürlich. Ja. Nein, ich mache das wirklich richtig aufwendig. Und morgen ist dann voll der fette Arbeitstag. Da muss ich dann das Ganze voll fett bearbeiten mit Special-Effekten, mit Blitz, Transformers, Godzillas, alles kommt vor. Weihnachtsmann mit 3 MGs. Es wird richtig fett auf jeden Fall. Ja. Ich gib mir da auf jeden Fall Mühe. Guckt, 24. Dezember. Keine Geschenke auspacken, sondern mein Video gucken. Alles klar. Ah, wie ihr sehen könnt, Leute, hier ist der zweite Schlüsselstein, der grüne. Der ist anscheinend der, den Cyrus an das Museum geliefert hat damals. Hallöchen, wer bist du denn?
Oh, Webster, du siehst aus wie ein MPP-Offizier. Hast du die Zentrale gerettet? Vor allem, es kommt einfach mal irgendein MPP-Offizier rein und er so, ja, bist du vielleicht der, der Zentrale gerettet hat? Kann ja eigentlich jeder sein, aber zufällig sind wir es. Wir alle, aber danke der Nachfrage. Außerirdische Wesen greifen die Planetenpatrouille an. Was geschieht bloß in Nanairo? Ich bin bloß froh, dass alle unversehrt sind. Und vor allem meine Schätze. Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Webster und bin der Kurator des Museums hier auf Colin. Was zur Hölle ist ein Kurator? Weißt du, was ein Kurator ist? No. Aber du... Ich glaube irgendwie, dass es ein Chef ist. Vielleicht. Warte ja. Mal. Ich gib's bei Google Übersetzer ein. King. Nein, bitte nicht. Oh, ich habe 6 Nachrichten bekommen. Warte. Ja. Das musst du uns nicht sagen. Ich bin stolz darauf, bekannt geben zu dürfen, dass wir nach einer großen Renovierung offiziell wieder geöffnet haben. Sie bekommen zum ersten Mal den Stolz unseres Museums zu sehen, den leuchtenden grünen Stein, auch bekannt als Schlüsselstein, was aber der eine Kerl nicht zu wissen scheint. Er ist ein unglaublich seltener Fund aus den alten Ruinen auf Nessa. Professor Kate glaubt, dass er zu einem interstellaren Raumschiff gehörte, das von alten Völkern genutzt wurde. Vor allem wie immer die alten Völker mehr Technologiemöglichkeiten hatten als die neuen. Voll unlogisch eigentlich. Ein Raumschiff, mit dem sich Himuro und Meido erreichen ließen. Die weit entfernten 6. und 7. Planeten. Oh, die sind total von der Sonne abgeschnitten und sehr dunkel. Klingt irgendwie nach dem perfekten Aufenthaltsort für Coral, oder? Naja, klingt völlig unglaubwürdig, nicht wahr? Ich weiß auch nicht, was ich von dieser Theorie halten soll. Die meisten Wissenschaftler, die diese Theorie gehört haben, halten sie aber für absolut absurd. Ich habe schon mal einen derartigen Stein gesehen, aber er hatte eine andere Farbe. Junger Mann, Sie behaupten doch sicher nicht, schon mal ein derart seltenes und wertvolles Juwel gesehen zu haben, oder? Tch, das ist Blasphemie. Tötet den Ketzer! Natürlich nicht, tut mir leid. Na, was sage ich? Sobald wir im Museum waren, ist die Strategiesitzung auch schon vorbei. Ansonsten hätten wir 100 Jahre darauf warten können. Wallen, unsere Strategiesitzung ist vorbei. Kommst du bitte schnell in die Zentrale? Vor allem, warum darf ich denn nicht dabei sein bei der Strategiesitzung? Bin ich vielleicht dumm? Watcher Gina, bin schon unterwegs. Im ersten Part habe ich einen Witz über Watcher gemacht. Das ist voll lustig, weil da hat der eine mal gesagt, Watcher, Bodenplatten ausfahren. Und dann nicht so, Watcher, wo bist du? Watcher scheint im Urlaub zu sein. Was ist denn das für einer? Hast du diesen Stein gesehen? Die tiefe grüne Farbe ist wirklich atemberaubend schön. Ach, ich glaube, der blaue ist viel cooler. Und vor allem der rote erst. Dieses Museum ist voller seltener Eier, ja, klar. Und sieh dir die Mineralien an, sie sind wunderschön. Manche werden sogar zu Schmuck verarbeitet. Na, ich verfütter die lieber. Ich habe gehört, dass Menschen vor langer Zeit diese Mineralien auf andere Weise nutzten. Ja, zum Füttern. Aber wir haben diese Techniken verlernt. Etwas anderes als Nippes daraus zu fertigen. Nippes, dieses kleine Schmuckteilens. Oh, ein wunderschönes Mineral. Ich glaube, es ist ein Goldmineral. Seltener Fund, Perlenmineral. Okay. Es war doch kein Goldmineral. Da drüben dürfte auch noch eins sein. Seltener Fund, das Fluoridmineral. Ich frage mich, ob wir auch mal so eins finden werden. Aber ich glaube eher nicht. Außer vielleicht Perlen. Das ist ein sehr cooles Mineral, das mir auf beide Statuswerte 50 gibt, glaube ich, oder 15. Irgendwas in der Art war es. Ja, dann mal total schnell wieder zurück zum Ausgangspunkt. Ups. La 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 la. In die Strategiehalle oder wie sie auch immer heißt. Die schnelle Melodie ist irgendwie cool. Oh, da sind wir auch schon. Melde mich zum Dienst, Sir. Willkommen zurück. Aldous behauptete, der riesige Qual, den wir gesehen haben, sei Anführer gewesen. Ein Anführer. Sein Auftauchen ist ein klarer Beweis dafür,
dass die Qual unser System im Visier haben. Ich glaube, es war ein Vlockenspeer. Das sind Speer der Qual. Sie bilden immer die Vorhut. Wo sie auftauchen, ist der Schwarm nicht weit. Es erscheint daher logisch, dass die Qual versuchen werden, in unserem System ein Nest zu errichten. Von diesem Nest aus werden sie ihre Invasion auf alle Planeten unseres Systems starten. Tun sie das nicht schon, also die Invasion auf alle unsere Planeten starten? Ich meine, auf jedem Planeten gibt es die mittlerweile. Wir müssen dieses Nest so schnell wie möglich finden und zerstören. Unser Schicksal steht auf dem Spiel. Die Qual bauen ihre Nester an ganz bestimmten Orten. Wir haben die Daten auf allen Planeten analysiert, um mögliche Orte für Nester ausfindig zu machen. Wallen, hör zu. Ich habe sehr wichtige Anweisungen für dich und Gina. Ich möchte, dass ihr nach Ziba fliegt, zum 5. Planeten unseres Systems. Wenn ihr dort angekommen seid, nehmt Kontakt zu Professor Kate auf. Sie ist die Ruinenexpertin dort. Sie hat uns von Sichtungen erzählt, bei denen es sich sicher um Qualls handelt. Vor allem Qualls. Gibt's das überhaupt, das Wort? Ich dachte, die Mehrzahl von Qual ist auch Qual. Aber Ziba ist von magnetischen Wellen überzogen. Kann unser Schiff dort sicher landen? Überlass das mir. Ich werde eine demagnetisierende Schicht auf den Schiffsrumpf auftragen. Oh, so technisches Zeug und so. Sie lässt das voll einfach klingen. Kümmer du dich um alles andere. Ich müsste fertig sein, bis du wieder beim Schiff bist. Vor allem, sie muss ja auch zum Schiff und eigentlich müsste sie das dann in null Zeit schaffen. Oh, sie ist schon weg. Was habe ich die ganze Zeit gemacht, während sie weggegangen ist? Vermutlich bin ich einfach da gestanden und habe nichts gemacht. Was sagst du dazu? Nicht viel. Ja, das war mir irgendwie klar. Ja. Dann sag jetzt was. Ja, hallo, ich bin noch da, hallo. Aber bitte nichts darüber, dass am 24. etwas auf deinem Kanal passiert. Lass uns doch so ein Ding, so einen Typen sprechen. Jo. Dann hört man mich wenigstens. Ja. Ich würde mal sagen, wenn wir beim Schiff sind, dann beende ich auch jetzt erstmal den Part, weil es gab ja viel zu sehen in dem Part. Ein bisschen Bossfight und ein bisschen Gerede und ein bisschen Bossfight. Habe ich das Gerede schon erwähnt? Ja. Ich glaube nicht. Oh. Habe ich überhaupt schon erwähnt, dass am 24. Dezember etwas auf meinem Kanal passieren wird? Oh, das wusste ich jetzt aber echt nicht. Scheiße. Yay, und ist mit der demagnetisierenden Beschichtung fertig und das Schiff müsste jetzt magnetisierte Gebiete durchqueren können. Das ist super. Und sie können jetzt nach Ziba fliegen. Zipper. So nennt man doch einen. Also, ich nenne Zipper Jacken. So ein Jackenzipper. So ein Reißverschluss. Ich weiß ja nicht. Ja, ist klar. Das ist ja auch das englische Wort dafür, glaube ich. Echt? Ja. Zipper. Jedenfalls speichere ich jetzt mal und im nächsten Part kriegt ihr dann endlich einen Vorgeschmack auf die restlichen Tertiärspektrums. Ich meine, ihr habt es ja schon gesehen im Bossfight, wie ich meinen Grill Dragos und Aubasa benutzt habe, die eigentlich voll geil sind. Das wird episch. Das versiegt total. Und wenn ihr nicht das nächste Video anschaut, dann werde ich zu euch nach Hause kommen. Und Jeff der Killer spielen. Nein, und euch Geschenke geben. Oh. Also, das Video. Nein, schaut es unbedingt. Wenn es nicht gut, dann werde ich böse. Okay, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Und schaut auf meinen Kanal vorbei. Nein. Gleichbrung.